Hallo, ich stehe immer noch vor dem Problem, dass ich diese BR96, hier sieht man den Karton, gerne dampfen lassen würde. Die hat serienmäßig einen Dampfgenerator drin. Habe mir mittlerweile so eine Kanüle besorgt, habe den Schornstein, also den Dampferzeuger, befüllt. Ich habe wirklich geschaut, dass keine Luft drin ist. Man auch hier. Ich habe den also wirklich mit dieser Spritze hier, mit der Nadel vorne drauf, befüllt. Also gerade merke ich, hier können wir noch mal schauen, es handelt sich um diesen Typ. Habe den hier auf dem CS3, habe ich die aktiviert, die Lok. Habe hier auch, ich gehe mal davon aus, dass das der Rauchgeneratorfunktion ist, eingeschaltet. Habe da jetzt schon ein paar Minuten gewartet, habe sie auch fahren lassen. Die Fahrt wunderbar, das können wir gerade mal filmen hier. Drehen wir nochmal rum. Die macht wirklich alles, was sie soll. Nur sie dampft nicht. Ich habe das jetzt auch schon ein paar Minuten versucht, habe sie einfach stehen lassen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich diese Schönheit zum Dampfen bringe? Über einen Tipp wäre ich wirklich froh, weil ich habe mich so gefreut, dass das Teil einen Dampfgenerator hätte und jetzt funktioniert es erst nicht. Freue mich auf eure Tipps. Dankeschön.